Wir gehen weiter an diesem Freitagnachmittag, 2. Dezember, in den Tagesordnungspunkt 36. Das ist das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz und Regelungen zu Sprachkitas. Das ist ein zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, kurz eben Kita-Qualitätsgesetz. Das Ganze hier in der zweiten und dritten Lesung, ein Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die zuständige Ministerin Lisa Paus hier auch schon im Raum. Wir sehen sie auch bereits mit ihrem Manuskript auf der Regierungsbank. Und sie wird jetzt gleich das Wort erteilt bekommen durch die Bundestagsvizepräsidentin Lisa Paus am Pult, die Bundesfamilienministerin. Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, liebe Gäste, liebe Eltern, liebe ErzieherInnen, Kitas sind ein wahrer Job- und Zukunftsmotor auf dem Arbeitsmarkt. Im Jahr 2021 waren mehr als 860.000 Menschen in Kitas und in der Kindertagespflege tätig. Mehr Menschen als in der deutschen Automobilindustrie. Die Zahl der ErzieherInnen hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Allein der Teilarbeitsmarkt zur frühkindlichen Bildung ist dreimal so stark gewachsen wie der gesamte deutsche Arbeitsmarkt. Und in derselben Zeit stieg die Zahl der Kinder, die bis zu ihrer Einschulung in Kitas betreut werden, um mehr als 30% auf 3,4 Millionen. Es gab also noch nie so viele Beschäftigte und noch nie so viele Kita-Plätze wie heute. Wir haben wirklich viel erreicht. Und deshalb investieren wir jetzt in die Qualität. Denn jenseits ihrer Familien lernen kleine Kinder an keinem anderen Ort so viel wie am Bildungsort Kita. Am Bildungsort Kita wird das Fundament gelegt für frühkindliche Bildung, für die Sprachentwicklung, für die gesunde Entwicklung insgesamt, für Chancengerechtigkeit für jedes Kind also. In Kitas entscheidet sich im Übrigen auch, ob sich Eltern, Alleinerziehende, vor allem Frauen darauf verlassen können, dass sie Job und Familie vereinbaren können. Wie wichtig das ist, das bestätigen uns auch immer mehr Unternehmen. Und darum investieren wir in die Qualität für die Bildungsorte Kita und Kindertagespflege. Und allen muss das viel wert sein, Bund, Länder und Kommunen. Und darum stellt der Bund den Ländern in den nächsten 2 Jahren rund 4 Milliarden Euro zur Verfügung, damit sie überwiegend in 7 zentrale Bereiche der frühkindlichen Bildung investieren. Und darum bereiten wir auch jetzt schon den nächsten Schritt vor. Bundesweite Standards durch das Qualitätsentwicklungsgesetz. Denn genau da wollen wir hin, dass Kita-Kinder bundesweit die gleiche hohe Qualität erleben, egal ob sie eine Kita in Cuxhaven, am Tegernsee, in Anklam oder im Erzgebirge besuchen. Das gehört dazu, wenn wir über gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland sprechen, meine Damen und Herren. Fest steht ebenso: Gute frühkindliche Bildung braucht qualifizierte Fachkräfte. Und darum entwickeln wir auch gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und weiteren Akteuren neben der Verankerung im Kita-Qualitätsgesetz für die Gewinnung von Fachkräften eine Gesamtstrategie für die Fachkräftesicherung in den Erziehungsberufen. Denn wir brauchen den Schulterschluss mit allen beteiligten Akteuren. Wir müssen alle Möglichkeiten in den Blick nehmen, gutes Personal zu bekommen, durch Aus- und Weiterbildung, durch gute Arbeitsbedingungen, durch Integration von Zugewanderten. Ich zähle auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Soweit die kompakte Einführung durch die Bundesministerin, durch Lisa Paus, Kita-Qualitätsgesetz und Sprachkitas. Nächste Rednerin, Dorothee Bär für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetz, was heute hier vorgelegt wird, soll die Kindertagesbetreuung verbessert werden, sagen Sie. Ich frage wirklich, weil der Evaluationsbericht zum sogenannten Gute-Kita-Gesetz 1 zwar Reformbedarf bescheinigt haben mag, dass aber dieses Ziel mit dem Kita-Qualitätsgesetz, über das wir heute beraten, auch tatsächlich erreicht wird, bezweifle ich nicht nur, sondern bin fest davon überzeugt, dass es so nicht funktionieren wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil es der Ampel nämlich genau nicht darum geht, was sie außen drauf geschrieben haben, nämlich nicht um Qualität, weil dieser Gesetzentwurf eine Mogelpackung ist, Etikettenschwindel ist. Und warum das so ist, werde ich Ihnen erläutern. Sie legen einen Gesetzentwurf vor, in dem es vor allem um eines geht, ausschließlich um Beitragsentlastung.
schreiben aber Qualität drauf, und das ist wirklich fatal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist unehrlich, es ist ungerecht, es sorgt nicht für mehr Qualität und es sorgt auch nicht für mehr Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, die unsere Verfassung auch vorgibt. Und ich möchte mich da schon mal auch an die Familien richten, an die Erzieherinnen und Erzieher da draußen, weil ich nicht glaube, dass sie es wirklich hinbekommen, allen glaubhaft zu machen, dass die Bundesmittel, die sie hier in die Hand nehmen, für eine Finanzierung für angebliche Qualität, die dann am Ende tatsächlich nur hin zu Beitragsentlastungen geht, auch teilweise in Bundesländern zur vorliegenden Beitragsfreiheit von Eltern und das auch noch unabhängig vom Einkommen. Und das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein, liebe Ampel. Laut Ihres Gesetzentwurfs ist es nämlich so, dass die Bundesländer, in denen bislang noch keine Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz für die Senkung von Elternbeiträgen eingesetzt wurde, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, auch künftig von dieser Option ausgeschlossen werden, auch dann, wenn sie schon ein Top-Qualitätsniveau haben. Und wo gibt es jetzt schon ein Top-Qualitätsniveau? Beispielsweise in Bayern. Und ich weiß, dass Sie das wieder triggern wird an dieser Stelle. Im Gegensatz dazu dürfen aber Länder, die wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern den schlechtesten Personalschlüssel von allen Bundesländern aufweisen, mal überlegen, wer da regiert, dürfen auch weiterhin die Bundesmittel für Beitragsentlastung ausgeben. Und das ist nicht richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sage nur, finde den Fehler. Und dann schauen Sie sich mal den Ländermonitor an. Wenn Sie mal einen Blick in den Ländermonitor werfen, da steht es auch zum Nachlesen, auch für die SPD, auch für die Grünen, wer ist wieder ganz vorne? Bayern an dieser Stelle. Und wen wundert? Schlusslicht natürlich Bremen und Berlin. Also auch nicht verwundernswert, wer in diesen Ländern regiert. Und wenn wir dann noch sehen, wie wertvolle Qualitätsmaßnahmen wie die Sprachkitas, die Fachkräfteoffensive, Erzieherinnen und Erzieher oder auch unser Bundesprogramm Pro Kindertagespflege ohne Not von Ihnen platt gemacht werden, spätestens dann kauft dieser gesamten Regierung niemand mehr ab, dass Ihnen frühkindliche Bildung am Herzen liegt. Frühkindliche Bildung, und das können Sie ruhig zugeben, ist Ihnen doch lästig. Sie nehmen doch offen in Kauf, dass sich die Qualität verschlechtert, und Ihnen ist völlig egal, ob diese Bundesmittel in die Qualität gehen oder in die Beiträge gehen. Aber sich dann hinstellen als Heilsbringer für Qualität, das ist wirklich infam. Ich darf einen großen Mann dieses Hauses zitieren, Matthias Seestern-Pauli. Hat als Ihr eigener Koalitionspartner schon beim Gute-Kita-Gesetz 1 in der zweiten und dritten Lesung gesagt, genau wegen der Regelungen zur Beitragsentlastung hat er dieses Gesetz als verpasste Chancengesetz bezeichnet. Und ich finde, wo Herr Seestern-Pauli recht hat, hat er einfach recht an dieser Stelle. Und deswegen kann ich heute noch sagen, ich werde das noch erweitern, Herr Seestern-Pauli, nicht nur das verpasste Chancengesetz, sondern es ist ein Rolle-Rückwärts-Gesetz, was Sie hier vorlegen. Wir als Union lehnen eine Finanzierung von Beitragsentlastungen bis hin zur völligen Beitragsfreiheit aus Bundesmitteln ab, die für ein Kita-Qualitätsgesetz gedacht sind, noch dazu, wenn es unabhängig vom Einkommen der Eltern passieren soll. Für uns kommt Qualität vor Beitragsentlastung. Deswegen kann ich Sie nur auffordern, unserem Antrag zuzustimmen, wenn Ihnen die Kinder wirklich am Herzen liegen und wenn das seit einem Jahr nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Dann wäre es sehr traurig, wenn Sie hier nicht mitmachen. Ganz herzlichen Dank. Dorothee Bär, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, Mitglied der CSU, hier noch einmal mit dem Hinweis darauf, dass es in der Akzentuierung Unterschiede gibt und dass die Union darauf Wert legt, dass in ihrem Entschließungsantrag, dass die Bundesmittel vor allen Dingen für den Kita-Qualitätsgesetz ausschließlich für die höhere Qualität der Betreuung einzusetzen sind. Sönke Rix entgegnet jetzt für die Koalitionsfraktion, SPD-Fraktion. Gelesen haben. Und ich weiß auch nicht, ob Sie ihn wirklich mit der alten Gesetzeslage verglichen haben. Denn, und das sage ich als Sozialdemokrat, der Beitragsfreiheit nach wie vor für ein richtiges Instrument hält, denn ich sage, wir haben genau das Gegenteil von dem getan, was Sie gerade beschrieben haben. Genau das Gegenteil. Im Gegensatz zum Gesetz, was damals von der CDU, CSU und der SPD auf den Weg gebracht worden ist, schränken wir die Möglichkeit der Beitragsfreiheit mit diesem Gesetzentwurf ein.
ein. Wir fahren es zurück. Wir geben mehr in die Qualität, mehr in die Qualitätspunkte und weniger für die Beitragsentlastung. Das ist aktuell die Veränderung vom Gesetz, das wir beide gemeinsam mal beschlossen haben, zum Ampelgesetz. Das müssen Sie einfach anerkennen. Das sind Fakten, Frau Bär. Das sind Fakten, Frau Bär. Und Sie haben deshalb von verpasste Chancen. Ich kann mich auch noch erinnern, als der Kollege Sehrstein-Pauli das gesagt hat. Ich finde, Sie haben jetzt Ihre Chance vertan, hier tatsächlich zum aktuellen vorliegenden Gesetzentwurf was zu sagen. Und das wundert mich wirklich tatsächlich, weil ich die Debatten und die Verhandlungen mit der Union damals geführt habe. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Sie gesagt haben, denn es war die Union, die damals uns dafür kritisiert hat, dass wir die Beitragsfreiheit reingebracht haben. Und ich hätte mich gefreut, wenn Sie jetzt zumindest anerkannt haben, dass die Ampelkoalition den Weg verlassen hat, der damals gemacht worden ist. Das hätten Sie ruhig mal tun können, denn wir machen jetzt mehr in Beitrags. Wir machen jetzt weniger in Beitragsstabilität und mehr in Qualität. Im Gegenteil, wir werden sogar. Und das ist, sage ich mal, nach wie vor, und Sie fragen nach der Verbesserung gefragt der aktuellen Situation. Wir als Bund haben in der Vergangenheit über 9 Milliarden Euro in die Hand genommen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten. Und wir werden jetzt zukünftig noch mal wieder 2 Milliarden und 1,9 Milliarden für die nächsten Jahre, 1,89 Milliarden für die nächsten Jahre noch mal in die Hand nehmen. Wir werden also zusätzliches Geld für Aufgaben der Länder bereitstellen. Und das ist eine Verbesserung der Situation vor Ort. Wir gehen den Weg weiter, den die Jugendministerkonferenz 2014 damals auf Initiative von Manuela Schwesig auch gemeinsam im Dialog mit Wirtschaft, mit Fachverbänden gegangen ist. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter. Wir sagen, es ist aufgrund der Tatsache, dass wir uns als Bund auch dafür zuständig fühlen, gleiche Lebensverhältnisse bundesweit auszubauen, dass wir auch sagen, wir nehmen dieses Geld in die Hand. Und das will ich noch mal sagen. Gerade angesichts der aktuellen Zeit muss man auch mal anerkennen, dass es leider keine Selbstverständlichkeit immer in allen Debatten ist. Nein, aber für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir diese Mittel für Kindertagesstätten zur Verfügung stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit diesem wirklich großen Gesetz setzen wir das fort, was wir in der Vergangenheit begonnen haben und was wir auch noch in der nächsten Zeit mit dem Startchancenprogramm, mit der weiteren Reform bei BAföG, mit der Kindergrundsicherung. Wir werden für bessere Chancen für Kinder sorgen. Das macht die Ampel, das macht die Fortschrittskoalition. Dankeschön. Sönke Rix war das für die SPD-Bundestagsfraktion, der gleichzeitig von Hause aus vom Beruf Erzieher ist. Nächste Rednerin ist für die AfD-Fraktion Nicole Höchst. Sie ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik. Folgenabschätzung. Frau Ministerin, werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte beleuchten, was wieder keiner sieht. Sie beweisen mit diesem wohlklingenden Kita-Qualitätsgesetz eine Realitätsferne und einen mangelnden Weitblick, die zusammen größer nicht sein könnten. Geld an sich ist keine Verbesserung der Situation, Herr Rix. In der letzten Legislatur war das gute Kita-Gesetz von Frau Giffey aus dem damals SPD-geführten Ministerium, das selbst nach Einschätzung der GEW bereits an der Realität gescheitert ist, keine Verbesserung. Trotz häufigen Hissens des Regenbogens wollte das Gesetz nicht die angepriesenen Effekte erzielen. Im Gegenteil, die Attraktivität pädagogischer Arbeit in Kitas sank ins Bodenlose. Die Überforderung der Beschäftigten durch unbesetzte Stellen, Bürokratiemonster und organisatorische Klimmzüge stiegen. Geeignetes Personal, Fehlanzeige, Vertretung von Ausfallzeiten unmöglich. Es folgten Reduzierungen der Angebote und Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Gute Kita geht anders, meine Damen und Herren. Das Ziel des neuen wohlklingenden Gesetzes, nämlich qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten für Familien, die dieses Angebot nutzen wollen oder nutzen müssen, ist ein wichtiger Schritt. Allerdings boykottieren Sie dieses Ziel selbst, weil Sie sich nicht mit den Konsequenzen Ihrer Politik der letzten Jahrzehnte auseinandersetzen wollen. Sie wollen nicht hören, wenn Ihnen Fachleute die Folgen Ihrer Politik sichtbar machen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meiniger, bespricht den IQB-Bildungsabschluss
Abwärtstrend in Deutschland pessimistisch. Er spricht schonungslos an, was Sie, meine Damen und Herren, hier im Parlament von meiner Fraktion seit Jahren gesagt bekommen, aber in Ihrer ideologischen Verblendung nicht hören wollen. Die Lernleistungen von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund klaffen sichtbar auseinander. Ihre Resettlement- and Replacement-Politik sowie andauernde Massenzuwanderung nach Deutschland vergrößern dieses Problem stetig. Pädagogischer Unsinn, gescheiterte Integrations- und Inklusionspolitik plus ungebremste Zuwanderung besiegeln den Absturz Deutschlands als Bildungsnation bereits in der Kita. Resettlement bedeutet Umsiedlung. Replacement bedeutet Ersetzung oder Ersatzmigration. Eine Politik, die jede Fraktion hier im Bundestag mitträgt, außer der AfD-Fraktion, meine Damen und Herren. Bereits heute werden vielerorts fast hälftig und eben schon überhälftig nicht deutsch-muttersprachliche Kinder in Kitas betreut. Diese babylonischen Zustände kommen unweigerlich im deutschen Schulsystem an. Dass Sie von der Ampelregierung die gut etablierten Sprachkitas nicht fortführen wollen, passt zur mangelnden Bereitschaft Frau Ministerin Stark-Watzingers, das Bekenntnis zu Deutsch als Unterrichtssprache unseres Landes abzulegen. Dabei ist Deutsch in Deutschland der Schlüssel zur Integration. Diese Weigerung ist ein deutliches Signal und auch entlarvend für die Weichenstellung dieser und vergangener Bundesregierungen. Die Hauptleidtragenden sind alle Kinder. Wie sehen die Ampellösungen aus? Sie kleben zukünftig das Etikett Deutsch auf alles Fremde, erreichen damit, dass zukünftig die Zuwanderung in Bildungsvergleichstestungen, Bildungsberichten und Bildungstrends nicht mehr sichtbar ist. Damit zementieren Sie Ihr buntes Weltbild und gleichzeitig eine Art Integrationsanarchie der Kultur der jeweils vor Ort stärksten Sprechergruppe. Gewährleisten Sie, dass deutsch-muttersprachliche Kinder zukünftig in Deutschland die Mehrheit und nicht die Minderheit sind. Ohne diesen wichtigen Schritt wird der deutsche Turm zu Babel fallen, egal wie wohlklingend Ihre Kita-Gesetze sein mögen. Und zum Schluss, wenn Sie so weitermachen alle miteinander, folgt die deutsche Bildungsnation dem Trend der deutschen Fußballnation. Wir fliegen raus aus dem weltweiten Wettbewerb. Vielen Dank. So war der Redebeitrag von Nicole Höchst, AfD-Fraktion, die bildungspolitische Sprecherin. Wir sind weiter in der Debatte rund ums Kita-Qualitätsgesetz, das sehr skeptisch von allen Oppositionsfraktionen übrigens gesehen wird. Matthias Seesters-Pauli jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man muss ein bisschen was einsortieren nach bestimmten Reden. Also, wir haben eine Finanzplanung der alten unionsgeführten Bundesregierung übernommen, in der weder für die Fortsetzung des guten Kita-Gesetzes noch für die Fachkräfteoffensive oder die Sprachkitas Gelder eingeplant waren. Hinzu kommt, dass das bisherige gute Kita-Gesetz es den Ländern ermöglicht hat, die Bundesgelder ausschließlich in pauschale Beitragsabschaffung zu stecken, anstatt in wirkliche Qualitätsmaßnahmen zu investieren. Und man muss sagen, das wurde leider viel zu häufig genutzt. Man kann also festhalten, mit dem alten Kita-Gesetz hat es die letzte Regierung versäumt, den Fokus auf wirkliche Qualitätsverbesserungen zu legen und diese obendrein auch noch finanziell abzusichern. Das war die Ausgangssituation, vor der wir standen. Deshalb haben wir uns als FDP und als Ampel fest vorgenommen, die Qualität der frühkindlichen Bildung in dieser Wahlperiode verbindlich zu stärken. Und genau das tun wir mit dem Kita-Qualitätsgesetz, in dem wir wesentliche Verbesserungen vornehmen und die Länder in den nächsten 2 Jahren mit rund 4 Milliarden Euro unterstützen, und das trotz der aktuell sehr schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Was bedeutet das aber konkret? Und ich möchte das noch mal ausführen, weil ja Vorrednerinnen den Gesetzentwurf augenscheinlich nicht gelesen haben. Es bedeutet, dass zukünftig keine neuen Maßnahmen für pauschale Beitragsabschaffung auf Kosten der Qualität mehr finanziert werden. Es bedeutet, dass die Länder nun überwiegend, das heißt mehr als 50% der Mittel in die vorrangigen Handlungsfelder investieren müssen. Das wiederum eröffnet den Ländern die Möglichkeit, mehr für Fachkräfte, die sprachliche Bildung, die Kindertagespflege oder eine starke Kita-Leitung zu tun.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Chance sollten die Länder auch dringend nutzen und vor allem mit Blick auf die aktuelle Fachkräftesituation. Der Fachkräftemangel, über den wir schon lange reden, kommt an. Es ist keine theoretische Debatte mehr, sondern er wird vor Ort spürbar. Immer mehr Familien stehen vor dem Problem der größer werdenden Betreuungslücke. Wenn Kitas in den Notbetrieb gehen müssen, Familien keinen Kita-Platz mehr bekommen oder einige Kitas sogar zeitweise schließen müssen. Deshalb müssen Bund und Länder den Fachkräftemangel als absolute Priorität behandeln, was wir als Bund auch tun. Denn der Fachkräftemangel führt langfristig dazu, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich drastisch verschlechtert und die Chancengerechtigkeit für unsere Kinder sinkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammenfassend kann ich sagen, dass wir heute einen ersten großen Schritt hin zu deutlich mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung gehen. Es ist ein gutes Gesetz, dem wir als Freie Demokraten sehr gerne zustimmen. Vielen Dank. Durchaus erwartbar, dass die Koalitionsfraktionen hier bei diesem Gesetz zusammenstehen. Das war jetzt Matthias Seelstern-Pauli, der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Heidi Reicheneck für die Linke, Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik, die nächste am Pult in dieser Debatte ums Kita-Qualitätsgesetz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, stellen Sie sich mal vor, Sie betreuen Kinder in einer Kita. Und irgendwie werden das in Ihrer Gruppe immer mehr Kinder und irgendwie haben Sie immer weniger KollegInnen. Massig Überstunden und trotzdem eingeschränkte Betreuungszeiten oder sogar Schließungen. Dadurch gestresste, schlecht gelaunte Eltern und gestresste und schlecht gelaunte Kinder. Das ist Alltag in Kitas im ganzen Land. Und was tut die Bundesregierung jetzt? Na, die sagt, Augen zu und durch. In dem vorliegenden Kita-Qualitätsgesetz fehlt eine langfristige Strategie und ganz einfach Geld. Das ist kein Qualitätsgesetz, das ist ein Kürzungsgesetz. Sie streichen nicht nur das Geld für die Sprachkitas, Sie ignorieren auch die massive Inflation von über 10% und fallen damit hinter das Niveau des Gute-Kita-Gesetzes zurück. Als Linke haben wir deshalb einen Entschließungsantrag vorgelegt, der endlich für eine Trendwende im vernachlässigten und kaputtgesparten Kita-Bereich sorgen würde. Wir sagen, nicht 4 Milliarden für 2 Jahre, sondern 6 Milliarden pro Jahr müssen zur Verfügung gestellt werden, um Qualität endlich Realität werden zu lassen. Dazu brauchen wir 2 Milliarden on top, um den Investitionsstau der Kitas wenigstens anzugehen. Und nein, das ist nicht utopisch. Das Geld ist da. Dieses Parlament, Sie, haben gerade erst 10 Milliarden für eine Aktienrente rausgeworfen. Davor ein 100 Milliarden Sondervermögen zusätzlich für Aufrüstung, obwohl die Verteidigungsministerin dafür eh schon über 50 Milliarden im Jahr kriegt. Wo ist das Sondervermögen für Kitas, frage ich Sie. Warum finden Sie Mittel und Wege, um die Interessen der Superreichen durchzusetzen, aber nicht die der Kinder? Warum lassen wir Milliardenkrisengewinne der Großkonzerne unangetastet, aber für Kinder ist nichts da? Nun ist es so, dass uns Geld allein nicht aus der Kita-Krise rettet. Es muss auch sinnvoll investiert werden, also nicht so wie bei der Bundeswehr. Die Bundesregierung hat aber nach wie vor keinerlei Konzept gegen den Fachkräftemangel. Und der hat Gründe. Die Fachkräfte werden aktuell nicht nur bescheiden bezahlt, die gehen auch auf dem Zahnfleisch, weil sie immer mehr Aufgaben überhäuft werden. ErzieherInnen hängen ihren Job an den Nagel, weil die nicht mehr können. Herr Seelstern-Pauli, stellen Sie eine Zwischenfrage, wenn Sie Fragen haben. Ne? Das muss man erst mal packen. Das Nervenkostüm von Menschen, die sich den ganzen Tag mit Kleinkindern beschäftigen, so zu überlasten. Soll das jetzt der Versuch sein, eine Zwischenfrage zu stellen? Sie müssen sich schon melden dafür. Nicht? So. Okay, es wird wohl zugelassen. Bitte schön. Sehr geehrte Kollegin, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich finde das sehr beeindruckend, dass immer darauf verwiesen wird seitens der Linken hier im Deutschen Bundestag, dass es von allem mehr und viel schneller geben soll. Es gibt ja auch eine gewisse Zuständigkeit bei der frühkindlichen Bildung bei den Ländern. Und da gibt es ein Bundesland, nämlich Thüringen, wo Sie den Ministerpräsidenten stellen, den zuständigen Kultusminister und die Sozialministerin. Das heißt, wirklich alle, die im Bereich der frühkindlichen Bildung Einfluss nehmen könnten, da werden Tagesmütter mit 2,53 Euro pro Kind pro Stunde abgespeist. Das heißt, bei der maximalen Anzahl von 5 Kindern sind Sie bei 12,65 Euro, das heißt knapp über Mindestlohn, bei 4 Kindern sogar darunter. In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, sprechen Sie eigentlich mit Ihren Kollegen vor Ort oder sind das alle Sonntagsreden, die Sie hier ausschließlich im Bundestag halten?
Also vielen Dank für die Zwischenfrage. Ich freue mich sehr, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident in Thüringen ist. Das war ja nicht durch Sie ermöglicht. Sie hatten da ja andere Prioritäten und hatten andere Unterstützung. Aber ja, wir sprechen miteinander. Gerade morgen gibt es da ein Gespräch zwischen unseren Fraktionsvorsitzenden hier im Bundestag und unseren Ländern. Da werden wir auch das Thema ansprechen, nämlich das Kita-Qualitätsgesetz und genau solche Fragen. Und genau zu dem Thema sind wir auch in Kontakt. Damit haben Sie total recht, da ist viel zu tun. Aber das ist nicht nur in Thüringen so, sondern in vielen Ländern. Und ich glaube, wir sind uns doch sogar einig, dass wir weg müssen vom Kooperationsverbot und hin zu einem Kooperationsgebot. Das können wir zumindest in der Diskussion immer wieder feststellen. Und ich denke, daran sollten wir auch an einem Strang ziehen. Der Bund ist dafür verantwortlich, das wurde vorhin auch von der SPD gesagt, für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen. Also schieben Sie das nicht immer auf die Länder ab, sondern machen Sie das, was hier möglich ist. Und das wäre unserem Entschließungsantrag zuzustimmen. Deswegen, was müssen wir gegen den Fachkräftemangel machen? Natürlich Ausbildungsplätze schaffen, Leute zurückholen, die entnervt aufgegeben haben, und QuereinsteigerInnen fortbilden. Natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich. Aber wir müssen doch wenigstens endlich mal anfangen. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Beteiligungsprozess, bei dem Sie endlich mal auf Leute hören, die wissen, wovon Sie reden. Meine KollegInnen nämlich, die den Job machen und die das umsetzen müssen, was Sie hier beschließen. Damit das nächste Kita-Gesetz nicht wieder so ein »Naja, ist ja besser als nichts« Gesetz wird. Zusammengefasst, unter der GroKo gab es für die Kitas kaum Geld und keinen Plan. Mit der Ampel gibt es kaum Geld, keinen Plan und totales Chaos in der Umsetzung. Und wenn Sie zur Abwechslung als Fortschrittskoalition mal fortschrittliche Politik machen wollen, dann stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu. Vielen Dank. Heidi Reicheneck hat hier noch mal für die Linksfraktion als Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik die Vorbehalte von Seiten der Linken formuliert. Nina Stahr jetzt für die Bündnis 90 Die Grünen, Sprecherin für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Frau Präsidentin, liebe Ministerin, liebe KollegInnen, liebe Gäste. Vor kurzem habe ich mich mit einer Grundschullehrerin unterhalten, die unterrichtet eine erste Klasse und die erzählte, nicht erst seit Corona, aber seitdem verstärkt, kommen viele Kinder in die erste Klasse, die kaum eine Schere halten können, die nicht zählen können, die selten in einem Buch geblättert haben. Sie tut, was sie kann. Sie möchte jedem Kind die Chance geben, all seine Potenziale zu nutzen. Und doch, vieles kann man in der Schule nicht mehr aufholen. Wenn wir Chancengerechtigkeit wollen, dann müssen wir viel früher ansetzen. Deshalb, meine Damen und Herren, jetzt ist die Zeit, um in Kita-Qualität zu investieren. Und das machen wir mit dem Kita-Qualitätsgesetz. Deshalb überweisen wir in den nächsten beiden Jahren knapp 4 Milliarden Euro an die Länder, aber legen dabei fest, in Zukunft müssen alle Länder den überwiegenden Teil der Mittel in Qualität investieren. Diese Priorität auf Qualität ist die entscheidende Weiterentwicklung im Vergleich zum Gute-Kita-Gesetz. Ebenso wichtig, die Länder können die Mittel für die Sprachförderung nutzen, die eine so wichtige Säule für die Entwicklung unserer Kinder ist. Wir haben den Gesetzesentwurf in den letzten Wochen intensiv debattiert und zwei Änderungen vorgenommen. Zum einen werden wir als Bund die Sprachkitas letztmalig für ein halbes Jahr finanzieren. So schaffen wir die Voraussetzungen, dass die Länder die Sprachkitas weiterführen können, denn es liegt in ihrer Verantwortung. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Bitte sprechen Sie alle mit Ihren Kollegen in den Ländern, dass sie diese Chance auch nutzen. Zum anderen streichen wir die verpflichtende Staffelung der Elternbeiträge. Und ich gebe ehrlich zu, als Fachpolitikerin fällt mir dieser Schritt nicht leicht. Denn ich bin sicher, die Einkommensstaffelung ist eigentlich das genaue, zielgenaue Instrument, um Familien mit geringem Einkommen zu entlasten. Ich habe aber in den letzten Wochen genau das auch von vielen KollegInnen aus den Ländern gehört. Jedoch halten eine bundesgesetzlich einheitliche Regelung nicht für zielführend. Klar ist, ohne Kompromisse kommen wir nicht weiter, und deshalb gehen wir hier auf die Länder zu. Frau Bär, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich bis hierhin heute nicht einmal das Wort Bayern erwähnt habe. Denn ich glaube ernsthaft, es hilft nicht, wenn wir weitermachen, immer die Schuld zwischen Bund und Ländern hin und her zu schieben. Beide Seiten müssen hier ihren Beitrag leisten zum Wohl der Kinder in diesem Land. Mit den vorgenommenen Anpassungen sind wir einen großen Schritt auf die Länder zugegangen. Nun liegt der Ball bei den Ländern. Sie können und sie sollten am 16. Dezember dem vorliegenden Gesetzesentwurf im Bundesrat zustimmen. Ich danke der Bundesfamilienministerin für diesen sehr guten Gesetzentwurf, mit dem wir die Weichen für mehr Chancengerechtigkeit in der frühkindlichen Bildung stellen. Das ist der erste Schritt. Im nächsten werden wir zusammen mit den Ländern das Kita-Qualitätsgesetz noch weiterentwickeln hin zu einem Kita-Gesetz mit bundesweiten Qualitätsstandards. Denn jetzt ist die Zeit, um in die Kita-Qualität zu investieren.
Herzlichen Dank. Nina Starr von den Bündnis Grünen und das Ministerium, geführt von Lena Paus, auch in grüner Hand. Und da auch noch dabei der Verweis: Nach der Entscheidung im Bundesrat am 16. Dezember liegt noch eine Menge Arbeit vor Lisa Paus, nämlich mit den Ländern über Details zu verhandeln. Jedes Jahr im Spätsommer freuen sich bundesweit Hunderttausende Kindergartenkinder auf ihren ersten Schultag. Und als Grundschullehrerin hatte ich die Ehre, viele kleine ABC-Schützen in der ersten Klasse zu begrüßen. Neben der Freude, dem Stolz und der Aufregung war oft auch ein bisschen Angst zu spüren. Angst vor den fremden Kindern, vor fremden Räumen und auch vor Erwachsenen, vor den Fremden, die auf einmal da waren. Der Schulstart ist ein Meilenstein in dem Leben der Kinder und auf allen Seiten mit großen Erwartungen verbunden. Und darum ist es nicht nur für die schulische, sondern auch für die ganz persönliche Entwicklung, hier besonders gut vorbereitet zu sein, extrem wichtig. Bedauerlicherweise steigt aber in den letzten Jahren neben der Zahl der Zurückstellungen von der Einschulung auch die Zahl der Entwicklungsdefizite. Und wir hörten das auch gerade schon. Hinzu kommen Förderrückstände durch Corona und auch immer mehr Kinder mit anderen Muttersprachen. Und aus ganz persönlicher Erfahrung als Grundschullehrerin kann ich Ihnen sagen, Chancengleichheit sieht hier wirklich anders aus. Und meine Damen und Herren, ich spreche für eine ganze Berufsgruppe, wenn ich sage, wir Lehrerinnen und Lehrer können das in der Grundschule nicht mehr aufholen. Da ist es zu spät. Aus diesem Grund bildet eben die frühkindliche Bildung ein wichtiges Fundament. Und auch ich war einige Stunden in der Woche zur individuellen Sprachbildung der Kleinsten in den Kindertagesstätten unterwegs. Und der Förderbedarf ist enorm und er wächst weiter. Und darum war Ihr Vorhaben, in den nächsten 2 Jahren 4 Milliarden Euro in die Qualität der frühkindlichen Bildung zu investieren, Musik in meinen Ohren. Jedenfalls so lange, bis ich Ihren Gesetzesentwurf gelesen habe. Denn Sie wollen die Kindertagespflege stärken, lassen dann aber das Programm pro Kindertagespflege einfach auslaufen. Sie wollen die Qualität auf Basis der Evaluationsergebnisse des Gute-Kita-Gesetzes weiterentwickeln und schließen aber die Beitragsfreiheit eben nicht aus. Sie wollen gleichwertige Lebensbedingungen für das Aufwachsen von Kindern im Bundesgebiet herstellen, fördern aber zugleich schwarz auf weiß die bestehenden Unterschiede. Und letztlich, und das ist der Punkt, um den es immer wieder geht, stufen Sie den Schwerpunkt der sprachlichen Bildung als vorrangig ein und lassen dann aber 6.600 Einrichtungen mit Sprachförderung im Regen stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es zu viel erwartet, dass mehr als 50% der Mittel eines Qualitätsgesetzes auch für Qualitätsförderung ausgegeben werden? Vielleicht ganze 100%? Offensichtlich. Und gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Bedauerlicherweise sind die aufgezeigten Widersprüche in Ihrem Wollen und in Ihrem Handeln zu groß für unsere Zustimmung. In unserem Entschließungsantrag stellen wir ausdrücklich dar, unter welchen Bedingungen wir Ihrem Vorhaben gern zugestimmt hätten. Doch leider waren Sie wenig offen für diese wertvollen Hinweise, weder von unserer Seite noch von der Seite der Sachverständigen. Und es bleibt zu hoffen, dass wir mit Ihrem politischen Hin und Her zum Bundesprogramm der Sprachkitas nicht bereits zu viel von unserer wertvollsten Ressource, nämlich den Fachkräften, verloren haben. Und dass das Engagement unserer Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen vor Ort ihren Einsatz hier um ein Vielfaches übertrifft. Vielen Dank. Anne Jansen war das für die Unionsfraktion. Sie sitzt im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und dann haben wir jetzt den drittletzten Redner an diesem Debattenpunkt, Erik von Malotki. Er sitzt ebenfalls in diesem Ausschuss und spricht für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. In der Qualität der Kindertagesbetreuung spiegelt sich die Verantwortung unserer Gesellschaft für unsere Zukunft wider. Diese Verantwortung wird sichtbar in qualitativen Anforderungen und finanziellen Engagement. Das ist ein Auszug aus dem von meinem Kollegen Sönke Rieks angesprochenen Kommuniqué zwischen Bund und Ländern vom 6. November 2014. In dieser wichtigen Übereinkunft waren sich Bund und Länder einig, dass sie zusammen in die frühkindliche Bildung investieren wollen. Seit diesem Kommuniqué ist viel auf den Weg gebracht worden. Wir haben 2016 das Programm Sprachkitas geschaffen. Und wir haben mit dem Gute-Kita-Gesetz den Einstieg in die Grundfinanzierung und die Unterstützung des Bundes in die Grundfinanzierung der frühkindlichen Bildung begonnen. Wir haben mit 500 Millionen im Jahr 2019 angefangen und haben 2021 das Niveau von 2 Milliarden Euro erreicht.
Und mit diesem heutigen Gesetz gehen wir einen weiteren Zwischenschritt in der Umsetzung dieses Kommuniqués. Wir stellen für die nächsten beiden Jahre jeweils ca. 2 Milliarden Euro zur Verfügung und stabilisieren damit dieses Niveau. Und wir sorgen dafür, das ist in der Rede nicht ganz deutlich geworden, Frau Beer, dass ein Großteil dieser Mittel überwiegend in die frühkindliche Bildung und Qualität fließen. Ich will Ihnen mal sagen, was das für mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und die Erzieherinnen und Erzieher dort bedeutet. Kleinere Gruppen im Kindergarten, ein Mindestpersonalschlüssel, der durch die Praxis sehr lange schon gefordert wird, und eine eigene Fachkräfteoffensive durch die Mittel, die wir heute zur Verfügung stellen. Und der Höhepunkt, ich weiß ganz genau, dass das so ist, Frau Beer, und der Höhepunkt soll aus meiner Sicht, daran wird gerade gearbeitet, ein Bundesqualitätsentwicklungsgesetz zum 01.01.2025 machen, genau 10 Jahre nach dem Kommuniqué. Also könnte man sagen, alles gut im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die letzten Wochen und Monate haben eher eine andere Sprache gesprochen. Was wir erlebt haben, ist ein Verantwortungs-Ping-Pong zum Thema Sprachkitas. Der Bund sagt, die Länder sind für das Thema zuständig. Die Länder sagen, wir haben nicht die finanziellen Mittel dafür. Der Bund verweist auf das höhere Steueraufkommen der Länder. Die Länder sagen, sie haben in der Corona-Zeit viel investiert und haben eine härtere Schuldenbremse. Und ich könnte ewig so weitermachen. Worum geht es in dieser Debatte eigentlich nicht? Um unsere Kinder und die Zukunft unserer Gesellschaft. Und deswegen ist meine Forderung, meine Bitte, lassen Sie uns weg vom Verantwortungs-Ping-Pong hin zu einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen Bund und Ländern kommen. Und wir gehen heute mit diesem Gesetzentwurf einen wichtigen Weg. Wir stellen für 6 Monate verlängern wir das Programm Sprachkitas. Und die Verstetigung der Sprachkitas ist aus meiner Sicht der Lackmustest für diese Verantwortungsgemeinschaft. Ich höre aus vielen Bundesländern sehr gute Nachrichten. Aus NRW, aus Niedersachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern sagen mir die Erzieherinnen und Erzieher, es ist eine gute Lösung, wir haben eine Sicherheit, die Länder übernehmen das Programm. Es gibt einige wenige Länder, in denen das nicht so ist. Eins davon ist Bayern. Was ich dort höre, ist Angst, Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Deswegen ist mein Appell an alle Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger aus Bayern, bitte erhalten Sie die Sprachkitas, erhalten Sie die Strukturen, sichern Sie das Wissen der Fachkräfte in den Sprachkitas. Was wir brauchen, ist eine Verantwortungsgemeinschaft, eine Rückkehr zum Geist des Kommuniqués von 2014. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns heute einen Neustart nach den Diskussionen der letzten Monate wagen. Lassen Sie uns zeigen, dass wir eins verstanden haben. Die Qualität der frühkindlichen Bildung ist Ausdruck unserer Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Dankeschön. Erik von Malotki war das. Es besteht Handlungsbedarf, denn das sogenannte Gute-Kita-Gesetz läuft zum Jahresende aus. Für die kommenden beiden Jahre muss sich der Bund mit den Ländern einigen und er braucht eine Zustimmung im Bundesrat, ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Deswegen hier nochmal der Appell an die Verantwortungsgemeinschaft, sicher auch von Katja Adler von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kita-Qualität bedeutet Zukunft. Und das sollte sich nicht, so wie bisher, überwiegend auf kostenfreie Kita-Plätze beschränken. Da dies dann auch wenig mit Qualität oder qualitativ anspruchsvoller Betreuung gemein hat, war eine Reform und Weiterentwicklung des Gute-Kita-Gesetzes unumgänglich. Kita-Qualität bedeutet daher ausreichend gutes und gut ausgebildetes Fachpersonal in den Einrichtungen. Kita-Qualität bedeutet eine starke Leitung, die sich auf ihre pädagogischen Kernaufgaben konzentrieren kann, befreit von den vielen administrativen Notwendigkeiten. Kita-Qualität bedeutet, sich in der Pädagogik an der kindlichen Entwicklung zu orientieren oder eine gesunde, abwechslungsreiche, frisch gekochte Ernährung, ausreichend Bewegung und den Schutz des Kindes sicherzustellen. Kita-Qualität bedeutet aber auch eine pädagogisch starke Kindertagespflege. Ausgeschlossen ist nun endlich, und dass mehr als die Hälfte der Mittel, wie zum Beispiel in Bayern, liebe Frau Beer, geschehen, allein für den dort gesetzten Schwerpunkt weniger Gebühren ausgegeben werden. Die Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie zieht massive Auswirkungen nach sich. Dies in den Handlungsfeldern zu berücksichtigen, ist nur konsequent. Den gestiegenen Förderbedarfen in den verschiedenen Bildungsbereichen, den Problemen in der sprachlichen, motorischen und sozioemotionalen Entwicklung oder der Häufung psychischer Auffälligkeit wird im Kita-Qualitätsgesetz Rechnung getragen. Mit jeweils 2 Milliarden Euro für die nächsten 2 Jahre machen wir einen wichtigen und richtigen Schritt hin zu mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung. Weitere Schritte, wie zum Beispiel die bundesweite Standards zu verankern, müssen und werden nun folgen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir unseren Kindern schuldig. Herzlichen Dank. Soweit der Debattenbeitrag von Katja Adler, FDP-Fraktion. Gleich als letzte Rednerin in diesem Debattenpunkt Kita-Qualitätsgesetz Jasmina Hostert. Und als letzten Tagesordnungspunkt heute an diesem Freitagnachmittag erwarten wir dann die Aktuelle Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion über die Radikalisierung der Klimaproteste durch diesen Punkt. Aber auch die vorhergehende Abstimmung begleitet sie dann. Mein Kollege Hans-Werner Fittkau. Uns hier vorzuwerfen, dass Qualität nicht das entscheidende Element hier in diesem Gesetz ist, ist echt schäbig, liebe Union. Und vielleicht, Sie haben sich anscheinend diese 7 Handlungsfelder nicht angeschaut, in die wir investieren wollen. Ich kann sie Ihnen sehr gerne hier vorlesen. Bedarfgerechtes Angebot, Fachkraft-Kindschlüssel, Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften, starke Leitung, sprachliche Bildung, Maßnahmen zur kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung, Stärkung der Kindestagespflege. Also ich finde, hier steckt sehr viel Qualität drin, also hören Sie auf, falsche Infos zu verbreiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, das Kita-Qualitätsgesetz kann sich wirklich sehen lassen. Wir nehmen in den nächsten 2 Jahren ca. 4 Milliarden Euro in die Hand, weil uns wichtig ist, dass jedes Kind frühkindliche Bildung erfährt, weil uns unsere Erzieherinnen und Erzieher wichtig sind und weil wir wollen, dass sich Eltern auf eine gute Kinderbetreuung verlassen können. Und dabei überlassen wir nichts dem Zufall. Wir sorgen dafür, dass überall, ob bei mir in Böblingen oder hier in Berlin, die gleichen Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen gelten, damit alle Kinder die gleichen Startchancen erhalten bekommen. Und eben wurde gesagt, dass überall in allen Kitas die Erzieherinnen und auch die Kinder gestresst sind. Also ich kann genau das Gegenteil gerade berichten. Ich mache gerade oder ich habe vor 2 Wochen angefangen, die Eingewöhnungsphase mit meinem Sohn in der Kita zu machen. Und dort ist eine sehr gute Stimmung, auch wenn ich natürlich sehe, dass der Arbeitsaufwand, den die Erzieherinnen und Erzieher leisten, enorm ist. Aber dafür habe ich den allergrößten Respekt, was unsere Erzieherinnen und Erzieher leisten. Sie bespaßen die Kinder, sie trösten die Kinder, sie organisieren alles nebenbei und haben dabei immer auch noch die Bedürfnisse von jedem einzelnen Kind im Blick. Das ist wirklich ein Kraftakt. Und die Erzieherinnen und Erzieher verdienen unsere größte Anerkennung und auch unsere größte Unterstützung, die sie jetzt auch durch das Kita-Qualitätsgesetz bekommen. Und zum Schluss möchte ich noch eins erwähnen, weil wir so oft und so viel auch über den Fach- und Arbeitskräftemangel reden. Für die Eltern ist eine Kinderbetreuung essentiell, vor allem für Frauen, da sie nach wie vor entweder zu Hause oder in Minijobs oder in Teilzeit stecken. Wir brauchen die Frauen dringend auf dem Arbeitsmarkt und auch dafür wollen wir mit diesem Qualitätsgesetz sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein guter Tag. Wir setzen ein zentrales Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um. Und mit dem Kita-Qualitätsgesetz stärken wir die frühkindliche Bildung. Ich freue mich. Vielen Dank. Das war noch mal zum Schluss dieser Debatte. Jasmina Hostert von der SPD-Fraktion, Mitglied im Familienausschuss. Und jetzt kommt es zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf Kita-Qualitätsgesetz. Liebe Zuschauer, Sie sehen, das Plenum hat sich schon wieder ganz ordentlich gefüllt. Denn gleich gibt es noch ein richtiges Aufregerthema. Aktuelle Stunde zu den Protestaktionen der sogenannten letzten Generation. Darum geht es gleich jetzt. Aber die Abstimmung, wir hören da mal rein.
in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Oh, Entschuldigung, haben Sie dazu gestimmt? Ja. Also dann war das SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD haben zugestimmt. Wer hat dagegen gestimmt? Das habe ich jetzt nicht erwartet, sorry. Die CDU-CSU stimmt dagegen. Wer enthält sich? Die Linke. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU. Und wer enthält sich? Das ist die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen. Und das gibt es auch nicht alle Tage im Deutschen Bundestag, dass die AfD mit den Fraktionen der Ampel stimmt. Aber in diesem Fall ist es so. Kita-Qualitätsgesetz somit also angenommen. Auf Drucksache 4735. Wer stimmt für den Entschließungsantrag? Das ist die CDU-CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, Bündnis 90, die Grünen, SPD und FDP. Wer enthält sich? Die AfD. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 4734. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Linke und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU/CSU. Wer enthält sich? Niemand, dann ist der Entschließungsantrag abgelehnt.